Aber das jetzt fein duschen, oh herrlich. Mega. Und ihr habt kurze Hose an. Aktuell 24 Grad. Nur leider ist die Sonne weg. Ich habe jetzt noch circa 200 Kilometer vor mir. Das heißt, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde Autobahn vor mir und danach geht's auf die SS16. Aber das ist ganz eine feine Straße, ganz eine gemütliche Straße. Und werde irgendwo noch schauen, dass ich eine Tankstelle finde, dass ich noch tanken kann. Und ja, und da sind halt auch Blitzer drinnen. Da musst du halt auch langsam fahren. Ich glaube, da unten musst du teilweise auch 70 fahren, hat mir jetzt ein Kumpel gesagt, weil die nehmen dich schon bei 75 oder so, die Blitzer. Also es sind ganz, ganz hinterhältige Blitzer. Kein unbekanntes Problem für die Pink Lady. Ich wurde schon so oft in meinem Leben geblitzt, weil die Blitzer, die sind ja auch teilweise so bescheuert eingestellt. Und die Blitzeranhänger, einmal stehen sie da, einmal stehen sie durch. Deutschland ist ja voll damit. Also, ja, da habe ich ja fast jede Woche einen Blitzerbrief bekommen. Aber es fühlt sich trotzdem noch immer noch für mich an wie Erholung hier, weil ich einfach in mein Land, in meiner Apulien bin und ich fühle mich hier wohl und dann fällt auch so eine ganze Anspannung ab. In den Süden zieht es Lissy schon ein Leben lang. Nicht nur nach Süditalien übrigens. Andere Ziele, die ich noch gerne anstreben würde, wäre zum Beispiel so ein Ziel nach Spanien mit einem LKW auch. Ich würde auch gerne nach Marokko fahren mit einem LKW da, aber das ist für eine Frau, wo ich habe mich mal informiert, aber für eine Frau ist das ein bisschen nicht gefährlich, aber man sollte halt da schon in Begleitung runterfahren oder in Konvoi. Ist halt Kultur und alles ist halt anders und man sollte halt so weit nicht direkt allein fahren als Frau. Als Frau, ja, mein Gott, ich würde auch allein fahren. Ich bin auch allein in Griechenland runter, ohne Erfahrung, ohne gar nichts. Ich habe bis jetzt in meinem Berufsleben schlechte Erfahrungen, ja, gesetzlich schon mit den Gesetzeshütern, da schon. Aber sonst generell habe ich in meinem Job noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Es kann ja sein, dass mal der Autohof scheiße ist oder ein Kunde nicht etwas klappt oder sonst ein Problem ist oder so. Aber das sind für mich alles keine schlechte Erfahrungen. Das gehört dazu einfach. Wenn ich jetzt anfange, zimperlich zu werden, dann bin ich halt fehl im Job. Das ist das Gleiche wie am Abend irgendwo stehen, wo keine Toiletten oder so gibt. Was willst du machen? Ist halt nun mal so. Muss halt das Beste daraus machen. Mit diesem Grundsatz geht Lissy nicht nur an die Arbeit. Kopf hoch, auch wenn es mal nicht so läuft. Egal ob Familie, Freunde oder Job. Mein Motto ist halt, du musst halt dein Leben genießen und halt viel, ich will halt viel sehen und viel erleben, weil ab 30 dann, Mitte 30, da geht die Zeit so schnell rum und überhaupt jetzt mit 42, da denke ich mir, scheiße, ich will nicht alt werden, ich will ja nur leben und erleben, ich mag das nicht, ich will einfach noch Gas geben und feiern und genießen. Die Erkenntnis kam nicht von allein. Sie ist vor allem das Ergebnis ihrer chronischen Krankheit. Die Einstellung habe ich nicht immer so gehabt. Ich habe die, glaube ich, bekommen damals durch meine Krankheit auch. Ich habe rheumatische Arthrose schon seit 16 Jahren. Ein schmerzhaftes Leiden. Manchmal auch sehr schlimm, dass ich da kaum laufen kann oder bewegen kann oder so. Und da muss halt immer Tabletten nehmen, Cortison, Spritzen, alle Woche und so weiter. Deswegen will ich jetzt noch richtig Vollgas geben. Ich will kein langweiliges Leben haben und man weiß nie, wann das zu Ende ist. Es kann morgen schon alles vorbei sein. Ich will einfach leben, 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 ja, jeden Tag. Da kann sich mancher Jammerlappen eine Scheibe von abschneiden. Mittlerweile ist die Pink Lady noch eine halbe Stunde von Bari entfernt. Dort geht es ab von der Autobahn. Und dann schauen wir mal, ob ich hier außerhalb der Autobahn eine Tankstelle auffinde, weil auf den Autobahnen der Diesel das Doppelte und Dreifache kostet. Weil dann habe ich das Thema auch erledigt. Die Lkw-Maut wird in Italien automatisch erfasst, ähnlich wie in Deutschland. Und dann ist Lissy auch schon fast an ihrem Zwischenziel. So, auf geht's! Wuhu! Bari, Bari! Buonasera! Haben wir gut erwischt gerade. Also verkehrmäßig ist ruhig. Verkehrmäßig ist echt ruhig gerade hier. Ja, jetzt sind wir auch erst am Anfang. Mal schauen. Darunter haben sie auch schon gesagt, dass es Blitzer gibt. Ja, mal schauen jetzt. In Bari war ich auch schon in der Stadt. Also da kenne ich auch schon alles. Ist das Bari Blue da drüben? Muss ich schauen. Na, das Fußballstadion. Ah, oh, da fangt es jetzt schon an. Habe ich zu früh gefreut. Geil, die Kacke hier ist voll am Stocken. Ah, super. Das soll so anders das sein. Ja, genau, lass mich mal in der Tankstelle. Geht's gut? Danke, danke, danke.
Leider erreicht sie Bari mitten im Berufsverkehr. Yes, so ein Scheiß. Der Tank ist leer, der Luftdruck sinkt. Die Pink Lady wird ihren Optimismus gut gebrauchen können. Der ist voller Stau, so ein Scheiß. Also die erste da nehmen wir nicht da. Aber der sieht jetzt schon, der hat keine Karten zu zahlen. Dei, fahr mal weg da, die, okay? Bist denn du für eine? Oder eine noch? Keiner wahrscheinlich. An den apulischen Fahrstil muss sich Lissy erst wieder gewöhnen. Geht so gern halt auf Seite, oder? Meine Güte. Ja, hier ist halt ein bisschen jetzt nicht der Feierabendsverkehr jetzt in dieser Uhrzeit, aber muss halt aufpassen, weil der eine will rechts raus, der andere zieht links rüber, dann die anderen fahren auf Pannenstreifen entlang. Also da werden dann die Verkehrsregeln zu keine Verkehrsregeln. Bei solchen Situationen, wenn so viel Verkehr und alles ist, dann fahre ich lieber vorsichtig, weil ich habe keine Lust und Zeit, jemand in mir drinnen hängen zu haben hier mit einem PKW, weil es dauert wieder und Blechschaden und keine Ahnung was noch. Na, da ist auch keine Uta. Deswegen fahren wir hier mal gemütlich und langsam runter. Die Tankstelle werde ich nehmen. Ja, 2,5 Kilometer, da ist auch LKW-Parkplatz. Das schaut gut aus, weil da könnte ich auch mit meiner Karte wahrscheinlich tanken. Gehen wir mal schauen. So, fahren wir mal aus. Q8-Tankstelle. Aber war das schon 2,5 Kilometer? Ist die andere Tankstelle vielleicht gewesen. Schauen wir mal da. Nachfragen kostet ja nichts, gell? Außer bei Rechtsanwälten, aber die verkaufen keinen Diesel. Also die ist es nicht, die nächste Tankstelle ist es. Da kann ich tanken, sowas Nices. Ja, genau, da muss ich raus, ein Kilometer. Da muss ich raus. So, LKW ist wo? Diesel, da vorne. Da, LKW. 1,74. Passt. Diesel ist in Italien deutlich teurer als in Deutschland. Und auf Autobahnen noch mehr. Ah. Klar. Ich habe eine Tankstelle gefunden, ne? Die günstig ist und die auch meine Karte akzeptiert. Und jetzt werde ich mal voll machen. Wenn sie mit der Tankkarte ihres Arbeitgebers zahlen kann, dann muss sie den Diesel nicht aus der eigenen Tasche vorstrecken. Knapp 370 Liter. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier zu tanken, als was auf der Autobahn. Das auf jeden Fall. Und ich brauche ja was jetzt, damit ihr noch weiterkommt. So, los geht's. Von Bari bis zu ihrer Abladestelle in Lecce sind es noch rund 150 Kilometer, also knapp 2 Stunden. Genauso lang ist auch Lissys verbleibende Lenkzeit. Es läuft alles noch nach Plan. Alles noch tippitoppi. Also ich habe jetzt heute noch keinen Plan, wo ich übernachten werde. Auf jeden Fall, mein Plan ist auf jeden Fall hinzukommen bis zur Firma. Das auf jeden Fall. So wie es aussieht, ist das in den Industriegebieten. Da werde ich sicher auch einen Platz finden. Aber ich will bis zur Firma hinkommen, da Feierabend machen und dass ich da morgen bin. Das ist mein Ziel. Abladen muss Lissy erst morgen früh. Dafür hätte sie jetzt auch kaum noch Kraftreserven. Der Tag war lang. Ich habe früher angefangen und jetzt wird es Zeit, dass ich dann aufhöre. Es ist einfach irgendwann mal genug auch. Weil ich bin ja nicht hier zum Urlaub machen. Ich bin ja schon froh, wenn ich hier jetzt alles gut erledige, meinen Auftrag morgen abladen. Und dann fahre ich zum Laden und in der Hoffnung, dass ich auch meinen Kumpel Maurizio treffe dann. Bin ja nicht hier, dass ich hier jetzt Städtetouren unternehmen kann oder sonst welche Ausflüge. Dafür reicht die Zeit nicht. Dafür müsste ich hier jetzt eventuell ein Wochenende bleiben oder meine 45 Stunden Pause machen oder sonst was. Obwohl das auch ganz hübsch wäre. Da kommt, glaube ich, erst ein Blitzer. Die 245 Euro verteile ich an die arme Polizei. Gefährlich sind ja nur die Blitzer, von denen man nicht glaubt, dass sie kommen. Jetzt sind wir in Lecce hier. Das war aber die Umfahrung von Lecce. So, 3 Kilometer und dann ist es noch spannender, weil es dunkel ist. Da sehe ich ja überhaupt nicht, wie oder was. Aber egal. In Italien hier ist immer lustig, wenn die Straßenverhältnisse ein bisschen wackeliger sind und holpriger sind, dann machen sie halt irgendwie so einen Bremsreifen reinmacht in der Straße, dass man halt langsamer fährt. Das liebe ich ja, weil es ist ja nachts und ich sehe ja sowieso nicht, wo ich da hin muss und so, aber ja, Hauptsache. Die Straße ist schön kaputt. Boah. Hier soll irgendwo mein Ziel sein.
Sehr geil. Die Freude wird nur von kurzer Dauer sein. Ich habe das Ziel erreicht, haben sie gesagt, aber wo? Lissy hat einen Verdacht. Also ich schätze, das ist hundertprozentig nicht hier laut Lieferschein, sondern in der Industriezone. Hier ist jedenfalls nichts. Na. Dann gehen wir mal hier die Industriezone erkunden. Aber ich habe jetzt eine andere Adresse gefunden. Ich bin hier und dann fahre ich jetzt da runter und da rein und da hinten wieder rauf und dann schauen, ob ich da ein Plätzchen finde und dann ist fertig, Schluss. Weil Industriegebiete sind ja hier ganz anders wie bei uns oben. Bei uns oben steht nach jedem Meter ausgeschildert für total für den größten Idioten, aber hier unten, da steht einfach gar nichts. So, los. Jetzt wird es noch auf den letzten Metern ein Rennen gegen die Uhr. Ihre Schichtzeit läuft unerbittlich ab. Scheiße, kommt ein Auto. Komm, 8 Minuten. Da ist bei mir Game Over. Und das im Blindflug, ohne Schilder, ohne Navi. Trucker Babe, was nun? Da ist sie! Ich glaub's nicht! Ich hab sie gefunden! Juhu! In der allerletzten Minute hat Lissy Glück. Ich habe die Firma gefunden, ja. Bin sehr froh, weil das ist jetzt kurz vor knapp gewesen, auch mit der Schichtzeit und alles. Und das passt jetzt gut. So, und das Zischen, das interessiert mir jetzt gar nichts mehr. Die Luft geht sowieso aus. Ich gehe schlafen, das Zischen geht schlafen. Passt schon. Morgen lade ich aus, dann bin ich leer, dann kann es zischen, wie viel es will. Dafür wird sich auch morgen eine Lösung finden. Unsere Abenteuer auf den Straßen Deutschlands, Europas und der ganzen Welt haben euch neugierig gemacht. Ihr wollt unbedingt wissen, wie es mit unseren Touren und Aufträgen weitergeht? Dann klickt hier unten rechts, um gleich ein weiteres spannendes Video von unseren Trucker Babes anzuschauen. Oder ihr abonniert gleich unseren Kanal und verpasst keine neuen Videos von unseren Ladies. Außerdem habt ihr noch die Möglichkeit, auf Join alle unsere Folgen ganz entspannt anzuschauen. Viel Spaß!